Ja, begonnen hat das alles 1987, als einige Feministinnen in der Taz-Redaktion mich aufmerksam gemacht haben auf eine Frauendemonstration im Kosovo von serbischen Frauen, die angeblich von Albanern vergewaltigt worden sind. Und da sagten natürlich die Frauendemonstration, also jetzt zack, jetzt fahr mal runter. Und über diese Fahrt, die ich auch beschreibe, über Slowenien, über Kroatien, über Belgrad, stelle ich auch das damalige Jugoslawien vor und die schon damals sichtbaren Spannungen innerhalb dieses Jugoslawiens. Und dann eben komme ich in das Kosovo und treffe die Organisatorin dieser Frauendemonstration. Und diese Organisatorin bringt noch Kaffee und Rakia und drei Männer kommen in den Raum, bewaffnet, und ich war mit den Organisatoren der Frauendemonstration. Und damit war es mit einer Sekunde klar, dass das keine autonome Frauenbewegung war, sondern das, was eine große Manipulation war. Die Kampagne, diese Leute, damals der Kosta Bulatovic, wie die hießen, die bewaffnet dann da saßen, die haben dann später die anti-albanische Kampagne im Auftrag von Slobodan Milosevic geführt. Und gleichzeitig eine Mobilisierung auf der Grundlage nationaler Mythen, die eine Kriegsbereitschaft überhaupt erst erzeugt hat. Sonst hätte dieser Krieg gar nicht stattfinden können, ohne diese Mobilisierung für nationale Ziele. Und die nationalen Ziele waren eben definiert in dem, dass das, was sowohl historisch einmal in der serbischen Vorstellungswelt serbisch war, als auch jene Gebiete, wo Serben als zwar Minderheit sind, aber dort die Mehrheit stellen, wie zum Beispiel in Kroatien oder auch in Bosnien, das sollte dann letztlich zu einem Großserbien zusammengeschmiedet werden, vorausgesetzt Jugoslawien zerfällt. Aber mit dem Kosovo-Konflikt wurde die Zündschnur an Jugoslawien gelegt. Mit der Aufhebung des Autonomiestatuts dann 1989 ist dann die kosovarisch-albanische Bevölkerung in eine Apartheid-Situation gerückt worden, die nur darüber ruhig gestellt werden konnte, dass sehr viele Leute emigrieren konnten, vor allem die jungen Männer. 300.000 junge Männer haben dann Kosovo verlassen. Und dann begann der Krieg in Kroatien und dann war man aber auch froh darüber, dass die Albaner, die sich organisiert hatten, nur einen passiven Widerstand geleistet haben. Und insoweit hatten die Albaner auch zu Beginn dieses Krieges keinerlei Chance, bewaffnete Truppen oder bewaffnete Gruppen gegen Milosevic ins Feld zu führen. Das ging nicht. Insoweit war der einzige Ausweg für die Albaner, stillzuhalten, die Apartheid-Situation zu ertragen und Gegenstrukturen aufzubauen, was auch gelungen ist. Mit dieser Apartheid-Situation ist überhaupt erst sowas vorgegangen wie ein Nation-Building und eine Solidarität der Menschen untereinander. Das war vorher gar nicht so gegeben. Man muss sich vorstellen, dass es ja noch in den 50er, 60er Jahren Blutrache gab, die Sippen gegeneinander standen. Diese ganzen Blutrachefälle wurden in den Anfang der 90er Jahre in dieser Situation öffentlich verhandelt und beigelegt. Wir springen mal zu Dayton 1995. Da hat ja Clinton die drei damaligen Staatsmänner der drei Länder, oder sich herausgebildet. Ja, also Milosevic, Tuđman und Izetbegovic waren da. Ja. De facto kaserniert und unter ziemlich harten Bedingungen diesen Vertrag durchgepeitscht. Danach beginnt eigentlich erst der Kosovo-Konflikt wieder richtig. Das Problem Kosovo wurde überhaupt nicht beleuchtet. Nicht mal darüber gesprochen. Ja, die saßen ja nicht mal am Katzentisch.
Und in dem Moment begann ein Umschwang in der albanischen Öffentlichkeit, Kosovo-albanischen Öffentlichkeit. Weg vom Pazifismus hin, wir müssen etwas unternehmen. Das heißt also, die städtischen Intellektuellen, die vorher bei der, in der LDK, also in dieser Rugova-Regierung eine Rolle gespielt haben, die hatten plötzlich ihre Funktion verloren. Das Land, die Bauern übernahmen die Initiative. Adem Yashari, Bauer aus Drenica, wird der Kommandeur der ersten UÇK-Gruppe, die öffentlich auftritt und die erklärt, wir beginnen mit dem bewaffneten Widerstand. Dann bin ich im Winter, habe ich noch ein paar andere Journalisten überzeugt, und wir sind dann reingefahren, um ersten Kontakt zu machen mit der UÇK. Und tatsächlich ist gelungen, um Mitternacht werden wir eingekallt durch zwei Autos, Kalaschnikow auf uns gerichtet. Und die UÇK-Leute waren da. Und die wollten natürlich wissen, wer fährt da rum mit so einem Geländefahrzeug. Aber das genau wollten wir ja, den Kontakt. Da waren noch ein holländischer und belgischer Journalist dabei, ein britischer Journalist auch, von Sunday Times. Und wir haben dann unsere Kärtchen schon gegeben und so weiter und gesagt, also ihr müsst euch mal politisch erklären und so. Und die haben im schwäbischen Dialekt geredet. Das waren natürlich solche Leute vom Land, von dieser Landbevölkerung, die damals rausgegangen waren, diese jungen Männer, und die dann wieder zurückgekommen sind und dann den bewaffneten Kampf aufgenommen haben. Interessant wird es ja dann 1999, als man sagt, okay, also wenn ihr jetzt gerichtet an die serbische Armee, an den serbischen Staat, wenn ihr euch jetzt nicht zurückzieht aus dem Kosovo, dann beginnen wir zu bombardieren. Hätte das verhindert werden können? Nur über internationale Truppen, die das absichern. Das wäre mit dem Rambouillet-Vertrag zustande gekommen. Milosevic hat dem nicht zugestimmt. Wenn er zugestimmt hätte, wäre der Krieg vermieden worden. Was haben Sie für heute für ein Gefühl mit dem Kosovo, der in gewisser Weise jetzt selbstständig ist oder sich auf den Weg zu einem eigenen Staat entwickelt? Also die Perspektive für westliche Balkan ist Europa und die Integration nach Europa. Und die Bevölkerung wünscht sich nicht mehr als dieses. Weil auch den Eintritt in die NATO übrigens, auch Serbien, das ja bombardiert wurde von der NATO, die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet den Eintritt in die NATO. Diese Integration verbürgen Sicherheiten für die Menschen, sodass sie dann weitergehen können. Die Erfahrungen mit den gegenseitigen Verletzungen und dem Nationalismus sind zu tief eingefressen, als dass man das ohne den internationalen Faktor lösen könnte.